So, da sind wir dabei. Shadow Warrior, weiter geht's. Wir haben letztes Mal eine Statue schon zerstört und wir brauchen noch zwei weitere. Wir haben die rote und wir brauchen die blaue und die grüne und da blinkt das Geld. Moment. Ha, okay, ist kein Geld, Geheimnis. Auch gut. Gibt noch ein bisschen Kohle. Dann wollen wir mal schauen. Dieses Riesensiegel brechen, ist ein bisschen größer geraten. Ist so ein einzelnes? Nope, einfach mal drei aneinander geklebt. Irgendwelchen japanischen Superkleber. Kriegen wir nicht mit Katana auseinander, weißt du, wie ich meine? Wir müssen die Teile wirklich suchen. Ich weiß, es ist absurd. Und dann wollen wir mal. Da kommen wir her, aber dann müssen wir auch wieder raus, weil da hinten geht es, glaube ich, nicht weiter. Oder so. Wo war ich schon? Das ist die große Frage. Da unten komme ich, glaube ich, her. Da ist nichts. Was ist das denn? Echt jetzt? Hier liegt ein Alien-Pimmel rum. Der bewegt sich sogar noch. Guck ihn an. Mit Eichel und allem. Das ist ja... Oh, ist ja furchtbar. Gottes Willen. Wo fängt doch immer der Penis? Denkt doch an die Kinder. Ach, da haben wir es ja. Mein Freund, das Siegel. Hier waren wir nicht. Das ist, glaube ich, ein neues Gebiet für uns. Oh ja, oh ja, das ist neu. The Shadow Realm. Is that hell? No more than this place is. It's just different. But it's full of demons. Yes, but this place is full of humans. Hey, der frühe Vogel fängt den Wurm. Und die zweite Maus kriegt den Käse. Das ist true story. Das ist allerdings wahr. Ich habe, by the way, gerade eine Ninja-Rolle gemacht. Nicht wundern, dass er so komisch runtergerutscht ist. So aussah, als wenn er sich einen Knöchel gebrochen hat auf dem Weg runter. Nein, Ninja-Rolle. Ich habe offenbar einen Pro-Tipp befolgt, der da auf dem Bildschirm stand, während dem Ladescreen. Und da stand dran, ey, du kannst eine Ninja-Rolle machen. Schön, dass ihr mir es vorher noch nicht erklärt habt. Dann hätte ich wahrscheinlich einige Schütze überlebt. Wie zum Beispiel relativ am Anfang dieses brennende Haus rein. Gibt es hier noch mehr Kohle? Hier ist überall Kohle, ist ja Wahnsinn. Wow, was ist das denn? Ah ja, da gehe ich gleich runter. Ich muss erstmal eure Ahnen beklauen, die brauchen es eh nicht mehr. Ist echt. Gib mir deine Gulden. Oder so. Goldmark. So. Hopp. Hopp. Ach, hi. Hier müssen wir auch das Blaue erstmal... Da hinten ist das Blaue. Ah, dadurch kommen wir jetzt hier weiter in die Höhle rein. Ich weiß ja nicht, ob mir das gefällt. Ist ziemlich eng und feucht. Es ist vom Prinzip her eine Kombination, die gut sein kann. Und es kommt drauf an. In dem Fall ist es nicht so geil. Da fehlt irgendwie die Wärme, die es perfekt machen würde. So. Stinks like a dead baboon in here. Okay, das könnte dann allerdings wieder rankommen. Toter Pavian? Nicht wirklich, aber würde mich nicht wundern, wenn der Kerl den toten Pavian riecht. Yes! Oh, dieses. Einfach drauf losschnetzeln. Warum denn auch nicht? Guck mal, hier war auch was Schönes für dich. Bam! Und sein Anus wart gewesen. Vogel. Vogel. Snap, snap. Oh yeah. Oh, der war schön. Zack. Oh, das ist doch mal geil. Das ist jetzt mal richtig geil gewesen. Also gerade wenn viele Gegner vor einem sind, ist es definitiv ein sehr guter Move. Ihr könnt mich mal. Verdammt. Gerade geheilt, schon wieder am Bluten. Holy shit. Die sind echt aggressiv. Geht doch. Nur weil du dich angemalt hast, heißt nicht, dass ich mehr Respekt vor dir habe. Mein Katana ist kein Rassist, es tötet jeden gleichermaßen.
Bam! So wie dich zum Beispiel. Schau mal, so ein komischer Alien-Pin. Was ist denn los heute? Da war das mit dem eng, feucht und warm gar nicht so falsch. Kann das vielleicht sein? Ist da noch irgendjemand am Abschmatzen? Das kann nicht sein. Oder geht. Ach, guck mal, da ist. Da ist was Grünes. Da ist was Grünes in seiner Hand. Ich habe für einen kleinen Moment gedacht, das wäre die Statue, die wir finden müssen, aber nee. Oh shit. Vielleicht gehe ich da lieber nicht so nah ran. Oh, okay. Schutzschild um ihn rum. Uncool. Hab gesagt, dass das eine gute Idee ist. Oh, jetzt aber. Jetzt bist du dran, mein Freund. Oh yeah, slice and dice. Ins Gesicht, Junge. Ins Gesicht. Du hast eh nichts zu verlieren. Komm schon. Oh ja, von oben rein. Sehr schön. Von oben rein. Wie du es gern hast. Wie bei Mutti zu Hause. Also bei deiner Mutti, nicht bei meiner. Meine wird sowas niemals machen. Aber gut. Aber gut, er war wunderbar. Will sich halt noch schützen, sind das ein Minions, Mann. Den anderen auch noch, den anderen Arm auch noch. Oh yeah. Oh, und den Rest auch. Okay, damit kann ich leben. Und tschüss. Das war schön, das hat Spaß gemacht. Das hat dir auch Laune gemacht, ne? Sehr gut. Okay. Dann lasse ich euch mal mit euren Teilen alleine und schaue, ob ich hier irgendwo Statue Nummer 3 finde. Oder was auch immer Nummer 3. LSD-Pot Nummer 3. Okay. Ich hoffe mal nicht, dass es sein großer Bruder war. Also für den großen Bruder hoffe ich es, weil er kriegt dann ganz schön auf die Schnauze, wenn das war. Oh, wow, 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 hey, hey, cool bleiben. Sieht explosiv aus, ne? Blöd, dass ihr daneben gespawnt seid. Das ist nicht so eine gute Taktik gewesen. Ganz ehrlich, ihr hattet so viel Vorbereitungszeit. Ich habe es euch echt nicht schwer gemacht. Wunderschön. Wunderschön. Okay, was haben wir hier Feines? Mehr Höhlen. Als ob wir nicht schon genug Höhlen gehabt haben. Vielleicht geht es ja wieder nach draußen direkt, dann können wir am großen Siegel vorbeischauen und einfach mal reingehen. Ich habe ja wahrscheinlich irgendwie Secret oder irgendwas verpasst, aber ich habe keine Ahnung, wo dieser Gang mich gerade hingeführt hat. Aha, okay. Sieht aus, als wenn es da rausgehen würde. Das sieht aus, als wenn es da rausgehen würde, allerdings. Ja. Yeah. Und auch komisch, aber es geht raus. Oh ja, oh ja. Ich bin der Kerl aus dem Brunnen. Holy shit, es fällt mir wie Schuppen von den Augen. Holy crap. Das ist doch mal cool. Das ist bisher eines der coolsten Easter Eggs. Oh, meine Szene, wie es damals aussah. Hey, Booby Lady. Schön, dich zu sehen. Mich ewig anstarrende Booby Lady. Schön. Retro-Feeling in diesem Raum. Ich empfehle jedem diesen Raum. Kann ich irgendwie rumdrehen oder so? Nein, kann ich nicht. Warum sollte ich da rumdrehen? Ich habe keine Ahnung. Für einen kleinen Moment habe ich gehofft, ich kann da rumdrehen. Einfach nur um den Garten zu überschwemmen. Weil fix seine Ernte. Der hat mir Dämonen auf den Hals gehetzt. Der Friedhofswächter, wer auch immer. Ihr wisst schon.
War schön. Ich habe mich mehr über diese Lampe amüsiert, als ich es hätte tun sollen, glaube ich. Oh, schau mal. Ist der, den wir gesehen haben vom Anfang? Oh yeah. Das ist, glaube ich, genau der, den wir da haben hängen gesehen. Jetzt sind wir auch hinter das Geheimnis gekommen. Du schon wieder. Creepy, Mann. Was ist das denn? Was ist das denn? Okay. Ich brauche mir kein neues Schwert schmieden. Alles gut. Ist alles noch relativ scharf. Kann ich auch hier rein, ne? Das habe ich alles vorher nicht gemacht, weil ich irgendwie... Keine Ahnung, warum ich es nicht gemacht habe. Ich dachte, ich habe keinen Schlüssel, aber ich hätte es auch einfach mal versuchen können. Eieiei. Komm mit mir, Bro. Oh, Motherfucker. Die werden von mir in der Zeitung lesen. Dafür sorge ich. Massaker auf Friedhof. Dämonen wieder in Gräber verbannt. Das war schön. Das war schön. 4,5 Shurikens. Ich glaube, das war meine beste Wertung bisher. Einfach mal den Rambo raushängen lassen. Bis man im Berg voll Kugeln steht. Also habe ich ja nichts dagegen. Was war das denn? Der kickt einfach mal den Riesenfels rum. Okay. Mit seinen mächtigen Beinen. Ja, apropos. Chi-Kristalle. Und Karma-Punkte. Ach du heilige Scheiße. 20% mehr Munition finden. Das wäre nicht schlecht. Das heißt, Engel des Körpers heute. Ja, okay. Lass mal nicht bei Glück hingehen. Sondern vielleicht. Katana-Bär schon ist komplett voll. Wiederherstellung. Das ist mal eine Sache, die ich haben will. Heilen ist leichter, wenn der Adept versteht, dass es eher um Chi als um Medikamente geht. Sein Paket stellen bis zu 20 Punkte über die maximale Gesundheit hinaus wieder her. Oh, okay. Meister dieser Technik können ihre Feinde selbst an der Schwelle des Todes noch Chi entreißen. Wenn sie fast sterben, erhalten sie einen Schadensbonus von 50% sowie 5 Sekunden Zeit, einen Feind zu töten und seine Seele zu absorbieren. So können sie sich um 50% des Maximums heilen. Wow, okay. Wer schon Chi-Energie vom Verblichenen gekostet hat, entwickelt manchmal diesen belebenden Blutdurst. Okay. Gestattet das gegnerische Geister klarer zu erkennen. Geister erschlagen. Oh, okay. 20% öfter. Holy shit. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Jetzt wird's weird mit den Sachen, die wir ausrüsten können. Wasserfalle war. Oh ja, das war gar nicht so schlecht. Das war gar nicht so schlecht. Entscheidend für diese technische Konstellation aus Wesentlich. Das Wirken neuer Wellen befreit. Oh, okay. Medikation über Regenwasserschlagadaption. Stärkste Gefühle bedeutungslos sind, wenn sie mit der Kraft des Chi konfrontiert werden. Der Fluss zeigt dann auch gegen wütende Feinde Wirkung. Ohoho, interessant. Lass mal nicht den Fluss machen, sondern mal schauen, ob wir hier noch irgendwas machen können. Okay. Schutzfächer. Wie so eine Geisha. Ganz kleine Schritte, ganz kleine Schritte. Wir wollen noch kein Blut auf mein weißes Gewand bringen. Oder auch wollen wir. Genau deswegen sind wir da. Wegen nichts anderem. Und diesen hässlichen Vasen. Ming-Dynastie, mein Arsch. Oder irgendwas drinne? Für einen kleinen Moment war es Zelda. Okay, nein. Da ist nichts drin. Na gut. Dann muss ich wohl damit leben. Ich wette, in denen ist was drin. In irgendeinem wahrscheinlich. Hoppla, hoppla. Da war die Scheibe raus. Okay, jetzt wird's mal Zeit. Lasst uns mal dahin gehen. Zu unserem großen Tor, wo das Siegel bisher davor war die ganze Zeit. Mal schauen, was da dahinter ist. Aufgabe heißt immer noch... Oh, what the fuck? Bullshitter, Mann. Die Aufgabe heißt immer noch den Golem finden und das Nobizurakage bergen.
Ach, hier geht's auch rein. Ja, die haben wir jetzt schon eine ganze Weile da oben stehen, die Aufgabe. Wird auch irgendwie nie was anderes. Du wirst aufhören zu zögern. Später. Ja, merkt's euch, ja? Danach sollte man leben. Später. Wenn wir dieses Video fertig haben. Wir müssen nämlich jetzt erstmal da... Ey, Moment mal. Moment mal. Verpiss dich. Wir können später leben. Wir müssen jetzt erstmal blutende Skelette auf einem Friedhof in Japan töten. Ist doch ganz klar. Hab ich mir doch gedacht. Noch jemand? Das braucht nur gerade ein bisschen zu viel Ammo. Ich meine, es sind auch Vollidioten, die rennen auch nur auf mich zu. Von dem her. So arg viel Taktik darf ich von denen nicht erwarten. Den knöchrigen Fingern, Mann. Okay. Das war schön. Soll ich dir auch was Knöchriges zeigen? Jesus Christ. Könnt ihr mal wieder drauf gehen. Alle zusammen. Und du auch. Und du und du. Jetzt reicht's mir. Really think that thing is up there? It looked sad. Not as sad as you'll be if we don't get there before it leaves. Ja, ist ja gut. Jesus Christ. Immer mit der Ruhe, Hoji. Immer mit der Ruhe. Wir mussten unseren Kopf rasieren, ja? Es war wichtig. Unser Kampfgeist. Unser Chi, verstehst du? Das kann jetzt viel besser durch meinen Kopf abfließen. Alright, weird mannequin, ghost, robot thing. Time to dance. Did you want that to sound tough? It didn't. Did you want that to sound annoying? Nailed it. Thank you. Ja, er wollte es, wie es aussieht. Wen hat Wang denn gerade angesprochen? Hat er schon irgendjemanden gesehen? Den ich nicht gesehen habe? Ich glaube, das werden wir gleich sehen. Das sieht doch aus wie eine gute Anlaufstelle. Die riesige goldblinkende Tür. Lass mal reingehen. Einladend. Okay. Noch so ein Typ. Oh, viele Typen. Ein Haufen Typen. Mit seinem goldenen Boner. Habt ihr das gesehen? Leuchtender Penis. Holy fuck. Sehr gut. Bam, bitch. Oh ja, damit sollte ich ein paar erwischt haben. Ich möchte nicht unbedingt direkt in der Mitte stehen, wenn vier Typen auf mich einschlagen. Vogel. Dieser Vogel war lang genug ein Vogel. Schön für alle nochmal. Falls es jemand vergessen hat. Katanas sind scharf. Schon wieder mit seinem Schutzschild. Echt jetzt? Ist es schon wieder soweit? Ich glaube, ich habe ihn schon so weit verärgert, dass er zu wieder eingeschnappt ist. Nö, versteck mich. Fuck you, ich kill dich auch so. Mir doch egal. Wenn ich noch vorher deine Mutter erschlagen muss. Ich glaube, sie ernsthaft, das penetriert mich. Ja, dachte ich mir. Das war's ja schon mit ihm. Es ging schnell dieses Mal. Oh Gott, lass mich mal von hier oben machen. Können wir sie abpassen oben? Na gut. Dann eben doch nicht. Ich dachte, da kommen mehr. Ist noch nicht mal drauf gegangen. Habe ich ihn leiden lassen? Oh. Oh Gott. Oh Gott.
Beide Beine gebrochen. Beide Beine gebrochen. Okay, das war cool. Glaube ich. Das war absolut uncool. Verdammte Scheiße. Dann lasst uns das nochmal machen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich den Großen auch nochmal killen. Ja, wunderbar. Das war ja wohl mal der bescheuerte Slide aller Zeiten. Dass es auch immer übertreiben muss, der Gute. So, jetzt ist er down. Ist auch down. Und ihr alle seid hoffentlich auch gleich down. Oh, das war schön. Beine ab. Schnipp, schnapp, Beinchen ab. Nicht nur die Beinchen. Aber die Beine sind das kleinste Problem, wenn ich mit der fertig bin. Das spürst du dann gar nicht mehr. Macht er gleich sein Schutzschild? Echt jetzt? Jetzt raff dich mal. Kämpf erstmal wie ein Mann. Bevor du dich verziehst wie eine Pussy. Da fängt er doch schon an damit. Und da hat er es gemacht. Da hat er es wieder mal geschafft. Müssen wir erstmal durch Unmengen von Minions durchschlagen, bevor ich wieder an ihn rankomme. Oder ist er? Oh, Bagger! Nicht nochmal. Das sag ich dir. Mit dir bin ich fertig. Okay, nicht sliden. Bitte slide ich nicht in den Tod, Wang. Ich hab schon wieder getan. Ich meine, runter geht's ja, aber nicht von der oberen Treppe. Puh. Okay. Das war schön. Erstmal kurz speichern, bevor irgendwas schief läuft. Ja, Leute, ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir unser aktuelles Ziel. Vielleicht kriegen wir es dann auch endlich mal hin und wir kriegen mal ein neues Ziel zur Abwechslung. Den Golem finden, der irgendwo hier rumschwirrt, hoffe ich doch. Bis dahin, haut rein.